Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Das dürfte richtig hochklassig werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wird, Buschi. Er hört auf. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört er auf, hört er nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht, der klassische Musterprofi. Der Blick auf die Taktik, Buschi, ja, Tore schießen ist da eher nicht angesagt, sondern eher Tore verhindern. Ja, es ist immer wieder unglaublich, wie die sich hinten reinstellen, wie tief die stehen. Da muss er erstmal ein Mittel gegen finden. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Sie verlieren den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klasse, wie er dahin geht. Die Gastgeber zurzeit mit der schlechtesten Heimbilanz. Kein Sieg aus 11 Spielen. Sie müssen dringend die Wende schaffen. Der Karlsruher SC will heute bestimmt mehr erreichen als das Remis im letzten Heimspiel, als es gegen Hertha BSC ging. Ja, nach dem 1:1 werden sie heute vor allem offensiv natürlich mehr zeigen wollen. Und wir werden beobachten, ob es am Ende reicht. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Das sieht vielversprechend aus. Klasse Pass! Tolles Zuspiel. Ja, könnte was werden. Und damit ist der Ball weg. Schönes Zuspiel hier. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion, Spiel raus. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Kann er was draus machen? Gefährlich! Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gute Aktion. Beuth. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Im Moment stehen sie gebannt. Vielleicht die Führung jetzt. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Fabian Schnellhardt. Cavaré. Weiter geht es mit einem Einwurf. Macht er gut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball immer aus und das gibt Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Fabian Schnellhardt. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Sieht gefährlich aus. Es ist weiter enorm eng hier, 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Und nun ein Schuss. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich.
Könnte jetzt was werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Fabian Schnellhardt. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt wird er verwarnt. Kein Wunder nach der Aktion. Schon ein übleres Foulspiel, keine Frage. Ich denke, Gelb geht gerade noch so in Ordnung. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Klasse Pass! Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Ballverlust. Zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Beide Teams waren gleichwertig. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Gute Aktion, die Gefahr erstmal vorbei. Ja, das sieht gut aus. Nee, den kann da vorne keiner bewerten. Chance lebt noch. Ganz stark abgeblockt. Da zieht er ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Die Ecke kommt. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und da verlieren sie den Ball. In der Bundesliga geht es für die Gäste wie folgt weiter. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment. Das ist die Chance. Abgewehrt vom Torwart. Ecke kommt ins Zentrum. Gefährlich jetzt. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Der KSC nimmt eine Auswechslung vor. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da verlieren sie den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Der KSC nimmt eine Auswechslung vor. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Ander Guevara. Guter Pass jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sieht gefährlich aus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Das muss der Ausgleich sein. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Jetzt kommt die Ecke.
Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Guter Vorstoß, kann was werden. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Der Ballverlust. Gute Aktion jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt der Eckball. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Eigentlich keine Zeit zu verlieren bei diesem Abstoß. Berko. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Ander Guevara. Stark. Ganz souverän hier vom Torhüter. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Das Duell der Rivalen hat also seinen Sieger, Buschi. Und wir sehen es ja. Diesen Sieg